Ja, liebe Medienvertreter, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Straubing Tigers. Ich begrüße wie immer an dieser Stelle die beiden Cheftrainer Tom Pokel zu meiner Rechten und Pavel Groß zu meiner Linken und bitte auch heute Abend den Gästetrainer als erstes um sein Statement. Mr. Pokel. Dankeschön, guten Abend zusammen. Erstmal gratulieren Pavel und Mannheim Sieg heute. Nicht unbedingt den Start, das wir haben wollten. Aber ich denke, dass Mannheim hat brutal stark angefangen mit aggressiv Vorchecking, läuferisch sehr stark und ja, gleich die zwei Powerplay-Goals und müsste Auszeit nehmen, die Jungs ein bisschen neu formieren und ja, dann habe ich die Tormann gewechselt, um meine zusätzliche Auszeit zu nutzen und die Jungs zu neu formieren. Wir waren in der ersten Abschnitt nicht unbedingt mental anwesend. Aber mit den Rückstand mit 4-1, trotzdem, ich bin stolz mit den Jungs, die haben gut reagiert und haben Charakter gezeigt in so einer Situation. Ich denke, man hat zwei verschiedene Spiele gesehen, der erste Drittel und dann die zweite Drittel und dritten Drittel, wo wir langsam in Schwung gekommen sind und haben mehr Möglichkeiten. Unser Powerplay ist besser in Schwung gekommen und war ein Puck auf die Torlinie und Möglichkeiten am Ende, irgendwie näher dran zu kommen zu einem Punkt. Aber auf jeden Fall, Mannheim hat das Spiel im ersten Drittel für sich entschieden und gewonnen und wir waren am Hinterherlaufen. Aber ich denke, dass von unserer Seite aus, unser Sieg Straubing, wenn wir spielen, wie wir haben im zweiten und dritten Drittel, alles für uns ist möglich. Dankeschön. Vielen Dank, Tom Pokel. Pavel. Ja, guten Abend. Danke, Tom. Ich glaube, die Spiele gegen Straubing, zumindest dieses Jahr, was ich sagen kann, die sind schon torreich, ja, kann man sagen. Das erste Spiel haben wir in Straubing schon gesehen, dass beide Mannschaften Tore schießen können, genauso bei dem zweiten, genauso auch heute bei dem dritten Tor, bei dem dritten Spiel sehr viele Tore, auch sehr viele Scoring Chances. Ja, man mag das wahrscheinlich auch offensiv, okay, ging es ab und zu up and down mit vielen Scoring Chances. Ja, ich habe auch der Mannschaft gesagt, es ist manchmal so, dass man manchmal Spiele gewinnt durch sehr gute Offensive, manchmal gewinnt man Spiele durch sehr gute Defensive, manchmal gewinnt man Spiele, weil man gutes Powerplay hat oder manchmal auch gutes Penalty-Kill, je nachdem wie das Spiel ist. Und heute, glaube ich, haben wir das Spiel gewonnen, weil wir sehr gut angefangen haben, dass wir, weil wir einen guten Start eigentlich hatten. Das erste Drittel, ja klar, war das schon so ein Vorsprung. Eigentlich haben wir uns aufgebaut, dass wir auch in der Lage waren, bis zum Schluss zu halten. Ich meine, klar, Tom hat das angesprochen, die Straubinger, die wollten sich nicht abschlachten lassen, überhaupt nicht, aber das haben wir auch gesehen. Die haben bis zum Schluss eigentlich richtig gebarrelt und auch Scoring Chances eigentlich auch erarbeitet. Unsere Torwart war gut. Der Bix war sehr, sehr, sehr gut im Tor. Und beide Mannschaften haben gut in der Unterzahl, aber auch gut in der Überzahl gespielt, weil heute war es ein bisschen wir im ersten Drittel Powerplay-Situationen, aber wir dann im letzten Drittel vor allem am Ende in den Penalty-Kill-Situationen. Und diese wichtige Situation, 4 gegen 6, da haben wir auch gut gemacht. Wieder haben wir genauso wie schon in Iserlohn viele Schüsse geblockt. Da waren, glaube ich, 4 Schüsse, die wir geblockt haben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ja, es war ein Arbeitssieg, die letzten 30, 40 Minuten ein Arbeitssieg, auf jeden Fall. Aber da musst du auch durch. Das ist auch gut so, dass die Mannschaften hier kommen und herausfordern, richtig, weil wir erwarten nichts anderes. Das ist eigentlich gerade die Zeit nach den Weihnachten im Januar normalerweise, wo die Mannschaften nicht nur Top 6, also nur Top 10 eigentlich kämpfen, aber auch Top 6. Ja, es sind viele Mannschaften, die sehr gute Chance noch haben, Top 6 zu erreichen, aber wir wollen da oben bleiben, auf jeden Fall, und deswegen ist es auch gut, dass wir den Weg gefunden haben. Danke. Vielen Dank, Pavel. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Ja, die erste geht an Herrn Pokel. Setkov ist dann im zweiten Drittel nicht mehr zurückgekommen, war die ersten Minuten auch nicht auf der Bank gesetzt. War das nochmal ein taktisches Mittel von Ihnen oder hat er sich tatsächlich irgendwie verletzt? Na, also ich habe gerade Pavel gesagt, ich glaube, dass wenn wir das vierte Gegentor nicht kassiert hätten, dann wäre es 3-1 gewesen nach dem ersten Drittel. Ich denke, dass Jeff Ferry drin geblieben. Der war ins Tor. Und, es ist eine Entscheidung. Okay, müssen wir ihn verbrennen? Wir in dieser Situation mit 4-1 ist ein bisschen außer Reichweite. Sebastian ist wieder hineingekommen. Wie gesagt, der ursprüngliche Grund ist ein zusätzlicher Timeout.
Ich schiebe nichts und gar keine Schuld in irgendeiner Art und Weise auf Vogel. Das war chancenlos für ihn. Unser Spieler, Feldspieler waren nicht Kopf dabei. Und das war wieder ein Impuls, beziehungsweise auch eine Timeout, das alles zu verlangsamen, ein bisschen Zeit zu gewinnen, dass unsere Jungs mental reagieren könnten. So deswegen. Und eine Frage noch an Pavel. Tom hat es richtig gesagt, Straubing ist dann ab dem zweiten Drittel besser ins Spiel gekommen. Wie sehr habt ihr das aber auch zugelassen, dass Straubing besser ins Spiel kommt? Ja, irgendwie ist es auch schon menschlich, wenn man sagt, okay, man schießt 4-1, man schießt 5-1 und dann denkt man wahrscheinlich ein bisschen mehr, okay, jetzt werden wir vielleicht das Ergebnis verwalten oder gucken wir, was noch offensiv geht. Es ist ja normal, wir haben sowas schon mehrmals eigentlich erlebt, aber gut, dass wir doch den Weg gefunden haben, vor allem wir haben nach dem zweiten Drittel darüber geredet, dass wir ein bisschen mehr aktiv sein müssen, wieder laufen müssen und Straubing hat dann eigentlich bei Powerplay in dem letzten Drittel Chancen kreiert, auf jeden Fall, und aber glaube ich, 5 gegen 5 war das ein bisschen dann eigentlich ausgeglichen, aber ja, das ist gute Mannschaft. Die haben zwei Reihen, die sehr viel produzieren können. Williams hat 20, Leubler 17 Tore. Ich meine, die wissen, wo das Tor steht. Und Powerplay hat auch sehr gut funktioniert. Da muss man auch die Leistung und Performance des Gegners auch ab und zu loben oder akzeptieren. Ja. Wir werden uns natürlich auch sehr gut vorbereiten, weil wir uns in 10, 12 Tagen nochmal sehen werden. Und da werden wir ein paar Sachen halt besser machen. Weitere Fragen? Ja, ich wollte den Gästetrainer nochmal was fragen. Wenn man seine Mannschaft nochmal neu formiert nach einem 0-3-Rückstand innerhalb 13 Minuten, was sagt man einer Mannschaft in der kurzen Zeit? Also welchen Ton finden Sie, welche Ansprache, wie versuchen Sie, die Mannschaft wieder zurückzubringen ins Spiel? Well, es gibt vieles, was man sagen kann, aber ich denke, es war wichtig zu sagen, okay, new start. Neuer Start hier, es ist 0-0, spiel das Spiel und nicht die Scoreboard momentan. Und schauen das von diesem Zeitpunkt an, dass wir den Drittel gewinnen und dann können wir den nächsten Schritt in den zweiten Drittel. Aber wir wollten das in kleiner Abschnitten nehmen, alle 5 Minuten, dass wir uns steigern. Und trotz dem Ergebnis ist es jetzt wieder 0-0. Wir beginnen neu und wir wollen diesen Abschnitt für uns gewinnen und dann die Chance geben, vielleicht irgendwann mal später im zweiten und dritten Drittel. Aber ist uns gelungen mit einer viel, viel besseren zweiten Drittel. Man hat gesehen, dass, wie auch immer und warum, weshalb im ersten Drittel, wir waren nicht voll anwesend, nicht da. Und auch eine sehr stark und intensive Start von Mannheim. Es hat ein bisschen gedauert, bis unsere Beine ins Spiel gekommen sind, dass wir könnten mitlaufen und in Schnelligkeit. Und, auf jeden Fall, wir haben in der Angriffszone, wenn wir die Scheibe tief gespielt haben, haben wir Scheibebesitz und dann haben wir unser Spiel gespielt und langsam aber Stück für Stück den Selbstvertrauen kommt und hat uns den Chance im dritten Drittel die Möglichkeit das gegeben, das vielleicht, wie gesagt, einen Punkt zu holen oder das in der Nachspielzeit zu bringen. Aber unser Team hat sehr viel geleistet in Dezember und über die Weihnachtenzeit und Anfang Januar. Und das ist das erste Mal, dass wir so einen schlechten Start gehabt haben seit einer Weile. Und ist auf jeden Fall, kann passieren, aber jetzt ist 0-0. New Start. Weitere Fragen? Alles beantwortet. Dann an dieser Stelle der Hinweis auf das nächste Heimspiel heute in einer Woche, 20. Januar um 16.30 Uhr. Dann geht es gegen die Iserlohn Roosters. Tom Pokel und seiner Mannschaft eine gute Heimreise. Viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf und Ihnen allen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Alles klar.